Hallo und herzlich willkommen hier zu einer nächsten Folge von Eurowheel Truck Simulator. Ich fahre jetzt mal weiter. Wir sind in Norwegen. Falsche Corner, klar, Moment. So, muss mal stehen bleiben. So. Wir sind in Norwegen und müssen hier durch abgefahrene Straßen nach hier unten nach hier hin. Das ist unser Ziel. Das ist unsere Strecke. Wir haben erst so viel geschafft, weil hier wirklich abgefahrene Straßen sind. Sehr abgefahrene Straßen. Da sind wir wieder. Wir fahren weiter. Und ich muss sagen, Norwegen, fahrt unbedingt mal nach Norwegen. Also die Tunnel hier. Die Landschaft vor allen Dingen ist ja göttlich. In den Berg sind die hier reingemeißelt. Und die Kreisverkehre in den Bergen. Die sehen so schön aus. Guck mal diese Kreisverkehre an. Alter, der hat ja eine Macke. Der hat ja eine Macke. Ja, zum Glück ist alles gut überstanden. Ich habe mir eine neue Zugmaschine gekauft. Ich musste nämlich meine alte verkaufen. Das heißt verkaufen. Sie wurde mir einfach entzogen. Ich habe 75.000 wieder bekommen. Sowas nennt man Tilgung. Und mein Renault ist weg. Da habe ich mir einen neuen Volvo dann geholt. Eine Zeit lang später habe noch ein paar Fahrten gemacht. Habe wieder Geld eingenommen. Zurzeit habe ich 27.000. Ich hatte heute schon mal viel mehr. Über 100.000 hatte ich. Ja, mit dabei sind wieder hier Audi. Ja. Und Biomann. Hallo zusammen. Hallo. Und das ist unsere letzte Fahrt hier auf den Europa 1 Server. Wir werden dann auf den Europa 3 Server wechseln, weil hier wirklich nur Idioten drauf sind. Der Fauli hat nämlich in einer Fahrt 200 Minus gemacht. Was ist denn hier passiert? Ja, der ist in der Baustelle reingefahren. Sehr gut. Das ist aber eine Ampel. Das ist mal. Eine Baustellenampel gab hier. Noch nie gesehen. So, hier vorne kommt der abgefuckte Kreisel. Gegenverkehr. Ampel runter, trotzdem die Geschwindigkeit. Wo gibt's den Scania-Händler? So, hier ist eine Tankstelle. Und wir müssen tanken. Es tut mir wirklich leid, mein liebes Geld. Aber hier kostet der Sprit 1,7.
Nee, nicht 1,27, 1,72, ihr seht's ja gerade. Wir müssen voll tanken. Ach, du ahnst es nicht. So. Kommt was von hinten? Nö, kommt nichts gut aus. So, jetzt fahren wir in den abgefuckten Kreisel. Ich möchte wissen, wer sich solche Straßen überlegt, aber wahrscheinlich geht es ja irgendwie einen Berg hoch. Auf jeden Fall gespannt, wie die Straße hier verläuft. Es könnten ja auch Tunnel sein. Die sind ja nicht auf der Karte verzeichnet. Ja, wir fahren bestimmt gleich in den Tunnel rein hier, so wie die Steine schon aussehen. Yep, und hier ist der Tunnel. Silvester bei uns hier gerade, na ja, bald Silvester, und die Leute tun draußen schon Böller, bei mir gerade auch VD. Okay. Aber es hört man nicht, ich hab's Fenster zu. Oh, dann krieg ich keine Aufträge ran. Auf dem dritten? Ja. Also VD und Marc sind schon auf dem dritten. Stoße hinzu, wenn ich die Frachtsender habe. Ich glaube, VD fängt mit einem neuen Account an, wenn ich richtig verstanden habe. Ja, ich habe keine Lust jetzt da das Minus reinzufahren. Genau. Ist ja auch verständlich. Ihr müsst wissen, die Situation gerade ist ziemlich kritisch. Oh, hier muss ich mal kurz stehen bleiben. Das ist ein Foto wert, oder? Natürlich. Ich gehe nochmal in die Fahrerkabine und guck raus. Sehr gut. Und weiter geht's. Und ihm sind sämtliche User einfach mal in die Fracht reingefahren und das ist so bescheuert. Ich finde es selber irrisch dämlich von diesen Dödelköpfen, dass die sowas machen. Dass die gerade, wenn man so hohe Frachten hat, die knapp 80, 90, 100.000 einbringen und die auch mal ein bisschen länger gehen, besteht eben auch ein höheres Risiko. Dieses Risiko sollte eigentlich nicht vorhanden sein. Thema Unfälle mit anderen Usern. Zum Beispiel, ich habe vor uns Eigenverschulden gemacht. Ich habe mich mit 100 km voll auf die Seite gelegt. Habe ich da einen Lachkrampf bekommen, weil ich habe 0% auf meine Fracht und 0% auf meinen Fahrer ausgehabt. Da habe ich gedacht, hä, wie geht denn das? Habe ich erstmal einen Abschleppdienst gerufen, weil ich lag auf der Seite, konnte mich ja nicht selber aufrichten. Sowas funktioniert noch nicht. Bandhilfe. Ja, war schön. Ich weiß nicht, ob ich mal eine Dia-Show mache, weil ich wirklich sehr viele Bilder hier habe. Vielleicht kam schon eine Dia-Show. Könnte ich vielleicht zum Jahreswechsel gemacht haben. Wer weiß. So, hier vorne müssen wir rum. Marc, hast du Aufträge drinne? Ich bin jetzt erst so, ich weiß auch nicht, ich fahre wieder da meine erste Fracht irgendwie.